Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3, wo ich gerade am Kaffee trinken bin und wir Triss entkommen ließen, wenn man es so sagen möchte. Wir müssen unbedingt jetzt einen Händler finden, damit wir... Oh, nein. Das wollten wir nicht. Wahnsinn. Ich... danke. Ich wollte da eigentlich nur ran. Dann noch irgendwo was. Ach, da. Aber einen Händler finden wir wahrscheinlich nicht mitten in der Nacht. Wow, was für ein riesiger Mond. Heilige. Okay. Ja gut. Dann müssen wir jetzt, was machen wir? Erzähl selber, was du über Dudu erfahren hast. Ja, okay. Das kriegen wir irgendwie hin, aber wir müssen eigentlich verkaufen. Gauha, hierher! Nee, nee, jetzt nicht. Keine wilden Verschwörungstheorien, bitte. Nein, das wollen wir nicht haben. Mal kurz ein Stück Kaffee trinken. Lauf, Geralt, lauf! Brüsselor! Über die heilige Flamme. Hm? Oh ja, jetzt eine grausame Flamme. Experimente in die Kanalisation fließen, fließt der größte ab. Ja. Ah, hier kriegt ein Achsel. Hey, Schwanzlutscher! Bitte? Ich hab nichts getan, ich schwör's. Betrunkener. Moinsen. Ein ganzer Tag verschwendet. Ja. Das ist wundervoll. So. Aber wir wollen mal kurz mit Priscilla reden. Warte, müssen wir hier hin? Ja, stimmt. Priscilla, moin. Ich habe einen Plan, wie wir Rittersporn befreien können. Aber dazu müssen wir Dudu finden. Was für ein Plan ist das? Unser Doppler nimmt Menges Gestalt an und befiehlt Rittersporns Verlegung nach Ochsenfurt. Unterwegs greifen wir ihn uns. Brillant. Aber wie sollen wir Dudu finden? Ihr seid doch befreundet. Weißt du nicht, wo er sich verstecken könnte? Wo ist bei einem Doppler nicht die Frage? Als wer? Schon eher. Bisher ist er bei Ärger verschwunden und am nächsten Morgen als jemand anders aufgetaucht. Aber diesmal... Diesmal ist er nicht wiedergekommen. Ja, vielleicht ist er ja rausgegangen aus der Stadt. Du kennst Dudu schon lange? Nun, es mag seltsam klingen, aber ich bin nicht sicher. Offenbar war er in verschiedenen Gestalten in meiner Nähe und hat versucht, meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Das kann ich ihm nicht vorwerfen. Danke. Zuerst habe ich ihn nicht wahrgenommen. Dann beschloss er, aufs Ganze zu gehen und nahm die Gestalt von Rittersporn an. Und woran hast du gemerkt, dass es nicht Rittersporn war? Kann Dudu nicht singen? Nein, ganz einfach. Er hat von etwas anderem als sich selbst geredet. Ja. Wir müssen Dudu überzeugen, sich uns zu offenbaren. Hat er Freunde oder Vertraute, über die wir ihn erreichen können? Rittersporn, Irina Renards Truppe? Das wär's. Ich wüsste nicht, dass er sonst noch Freunde hätte. Er war ständig bei der Truppe. Entweder auf der Bühne oder im Publikum. Er ist also gern beim Schauspiel? Ja. Ich wundere mich, dass er nach all dem nicht zu uns gekommen ist. Auf die Füchse hätte er schließlich zählen können. Hm. Wenn die Schauspieler also helfen würden... Wir brauchen nur Dudu zu erwähnen. Irina und ihre Leute haben ihm viel zu verdanken. Hm. Nehmen wir doch ein Theaterstück. Wir können eine Botschaft an Dudu darin verstecken, damit er sich zu erkennen gibt. Nicht schlecht, aber da reichen ein paar Zeilen wohl nicht. Und meinst du wirklich, dass Dudu sich die Zeit mit Theaterstücken vertreibt, die er in- und auswendig kennt? Hast du einen besseren Vorschlag? Wir müssen ein brandneues Stück schreiben. Etwas Großartiges, das Dudus Aufmerksamkeit erregt. Am wichtigsten ist, dass es einen grandiosen Titel hat. Es muss zum Stadtgespräch werden. Wenn du willst, können wir sofort damit anfangen. Ich weiß nicht, ob ich schreiben kann. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, so ein Stück zu schreiben. Vielleicht machst du das besser allein. Es geht bestimmt schneller, wenn du mir hilfst. Du wirst sehen, wir werden uns köstlich amüsieren. Mhm. Geralt und köstlich amüsieren? Ja. Na schön. Ich glaub, lass uns das Theaterstück schreiben. Irgendeine Idee für die Handlung? Eigentlich hatte ich gehofft,
Es kommt drauf an, Dudu klarzumachen, dass er sich auf dich verlassen kann. Und dass wir Rittersporn befreien wollen. Die Botschaft muss eindeutig, aber mit der dramaturgischen Essenz auf natürliche Art verwoben sein. Daher brauchen wir eine geeignete dramatische Struktur. Klar soweit? Einigermaßen, nicht ganz. Mehr oder weniger. Das reicht. Okay. Jetzt brauchen wir die richtige Ausdrucksform für das Stück. Eine packende Geschichte der Gegenwart. Das wäre am besten. Vielleicht über die Freischärler von Povis. Ich hab's. Über Lorenzo Molla. Die Geschichte eines hübschen, aber skrupellosen Banditen und eines Dopplers, der ihn aufs Kreuz legt. Nun muss sich der Doppler verstecken und nur sein Freund kann ihm helfen, ein Hexer, der alles tun würde, um seine Tochter zu retten. Nein, besser seine Geliebte. Was meinst du? Das ist, klingt großartig. Meinst du? Lorenzo Molla, ja. Oder doch nicht. Warte. Ich hab's. Wir nehmen die Geschichte über den Igel vom Erlenwald. Heimliche Liebende, ihr Verlöbnis, ein Fluch, eine grausame Königin, Glocken zur Mitternacht. Aber... Und da enthüllt er sein Antlitz. Er ist ein Monster und will Prinzessin Pavetta entführen. Sie wollen ihn tot sehen, doch da tritt ein Hexer auf den Plan. Und alles geht gut aus. Also abgemacht, ja? Du wolltest was sagen? Kann ich auch mal was sagen? Wir brauchen einen guten Titel. Das dürfte sogar wichtiger sein als die Geschichte. Ich habe ein paar Einfälle. Vielleicht suchst du einen aus. Du willst tatsächlich meine Meinung berücksichtigen? Natürlich. Wir sind ja Partner. Ich habe nur das Sagen. Hier sind zwei richtig gute Titel. Die Erlösung des Dopplers und die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Welchen siehst du vor? Die Erlösung des Dopplers. Nehmen wir die Erlösung des Dopplers. Das ist kurz und knackig. Es gibt nur ein Problem. In der Geschichte tauchen keine Doppler auf. Nur eine Prinzessin und der verfluchte Igel. Überhaupt kein Problem. Dann tauschen wir den Igel eben gegen einen Doppler aus. Die Botschaft ist das Wichtigste. Ein Hexer taucht auf und rettet den Doppler. Verstanden? Na schön. Es ist also eine Komödie? Ich hätte eher an eine Tragödie gedacht, aber wenn du es gerne fröhlicher hättest, entscheide einfach und ich mach mich dran. Eine Tragödie. Du hast recht. Eine Tragödie wäre besser. Also gut, ich muss an die Arbeit. Und du suchst dir eine Ecke, setzt dich hin, liest leise oder denkst nach. In Ordnung? Gut, da du ja keine Hilfe beim Schreiben brauchst. Super. Geralt, warte. Was reimt sich auf Hexer? Sechser? Ach, sei lieber still. Super. Geralt pennt. Fertig. Mit etwas Zeit könnte ich daraus ein kleines Meisterwerk machen, aber... Wir haben keine. Die verborgene Botschaft an Dudu. Was hast du hineingewoben? Verborgene Botschaft? Du wolltest etwas einbauen wie Komm im Morgengrauen zum Eisvogel oder so. Das passt doch gar nicht zur Stimmung des Stücks. Kein bisschen. Du hast es geschrieben, um mit Dudu in Kontakt zu treten. Das war der Sinn der Sache. Wie soll es denn sonst klappen? Weiß nicht. Ich dachte, ich könnte ihn an seiner Narbe erkennen. Oder ich improvisiere. Darum sorgen wir uns später. Erstmal musst du den Text zu Madame Irina bringen. Du weißt, wo du sie findest? Die Truppe tritt auf dem Fleischerhof beim Marktplatz auf. Komm später zu uns. Bis dann. Super. Toll. Das heißt, sie hat wieder mal überhaupt nicht aufgepasst und hat einfach das gemacht, was sie möchte. Sie ist ganz sogar Rittersporn. Da oben. Götter, der Sensenmann kommt. Herhört, herhört! Alle Mannschaften, alle Reiter! Da müssen wir. Na, Geralt! Lauf in die richtige Richtung, Mann. Wo willst du hin? Ich möchte. Ein Ort der Kultur. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir fließen. Hochweizland, hörst du? Hier kriegt ein Hexer rum. Hier kriegt immer noch ein Hexer rum. Ja. Da kommen wir nicht rein. Okay. Warte, wir haben es gleich. Wir müssen da irgendwie reinkommen. Kommen wir hier irgendwo rein? Nö. Kommen wir denn hier rein? Das ist genau.
Wir müssen da in den Innenhof rein. So schwer kann das doch nicht sein. Schon wieder Regen. Keine Kultur, das ist auch nicht. Geralt, hör auf dich mal umzudrehen. Mensch. Okay, hier kommen wir nirgendwo rein. Was soll der Mist? Moinsen. ich häng am Baum fest. Abgeschlossen. Ihr wollt mich doch verarschen. Der Niedergang der Zivilisation. Ja. Ah, hier. Hier kommen wir rein. Das ist die Fettestadt. Kommen wir hier irgendwo rein? Ja, ich möchte auch nichts aufbrechen. Das war eigentlich nicht so der Plan. Halt. Halt. Ich stecke schon wieder fest. Mann. Nee. Da kommen wir auch nicht durch. Fuck. Ach ja. Wie kommen wir denn da rein? Herr Jesus. Wie kommen wir durch? Ja. Ja, du möchtest mal irgendwelche üblichen. Müssen wir einfach mit denen davon reden oder was? Tritt hier die Schauspieltruppe von Madame Irina auf? Ja, aber du brauchst deine Eintrittskarte. Ach. Jetzt ist aber keine Aufführung, die Schauspieler proben nur. Aber das Zusehen ist trotzdem sehr spannend. Und? Willst du eine Eintrittskarte? Klar. Du hast gesagt, es gäbe keine Aufführung. Du kannst dir trotzdem eine Karte kaufen. Wie sieht's aus? Klar. Brauchst du eine Karte? Ja, ich nehme eine verdammte Karte, damit ich da reinkomme. Hier. Bleib einfach außer Sichtweite, ja? Diese Schauspieler sind sehr schüchtern, wenn sie proben. Was hat diesmal nicht gestimmt? Ich weiß es nicht. Es muss einfach feuriger sein. Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Velen geflohen sind? Ja. Madame Irina, können wir reden? Geralt von Riva. Rittersporn hat uns so viel von dir erzählt. Ist er bei dir? Nein, aber bald, hoffe ich. Ich bin wegen Dudu hier. Reden wir hinten im Theater in meinen Gemächern. Da sind wir ungestört. Ja, dann Manto. Wie kann ich helfen? Wir haben in letzter Zeit weder Dudu noch Rittersporn gesehen. Rittersporn ist in Schwierigkeiten. Rittersporn ist in Schwierigkeiten. Das war mir klar. Aber wie ernst ist es? Was? Hat er die Frau eines mächtigen Mannes verführt und ist untergetaucht? Hat er ein beleidigendes Couplet über die Priester des ewigen Feuers verfasst? Viel schlimmer. Ich will ihm helfen, aber dazu muss ich erst Dudu finden. Aber der ist auch verschwunden. Ich habe einen Plan, um ihn aus der Deckung zu locken, aber ich brauche deine Hilfe. Kann ich auf dich zählen? Natürlich. Aber was können wir tun? Ich will ein Stück aufführen. Ich will ein Stück aufführen. Einen echten Straßenfeger. Verstehe. Und du hoffst, Dudu damit anzulocken. Dann muss es ein ganz neues Stück sein. Wer soll es schreiben? Priscilla. Sie hat das Stück schon fertig. Von einem Hexer, der einen Doppler vor dem sicheren Tod bewahrt. Klingt interessant. Ich schau's mir gern an. Aber erst müssen wir es bekannt machen und über Sicherheit nachdenken. Wir brauchen Ordner. Würdest du dich um diese Dinge kümmern? Klar. Wie kann ich helfen, die Premiere bekannt zu machen? Tja, wenn die ganze Stadt davon erfahren soll, dann müssen wir mit den Lunden reden. Wer sind die Lunden? Straßenkünstler. Wenn sie die Premiere ankündigen, dann erfahren selbst die Muscheln an den Hafenpollern davon. Wo finde ich sie? Sie hatten mal Zimmer in den Scherben in einem Stadthaus. Aber ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Auf der Straße habe ich sie länger nicht gesehen. Vielleicht haben sie die Beinlinge an den Nagel gehängt. Mal sehen, ob ich sie finden kann und ob sie für uns arbeiten wollen. Klar. Warum wollen wir auch nicht? Du meinst, wir brauchen Ordner? Ein Stück über Doppler mag ja kontrovers sein, aber ist das wirklich nötig?
Man kann nie wissen. Und gerade in Novigrad können die Zuschauer schwierig sein. Faule Äpfel, Tomaten, Eier, sowas? Eher Äxte, Fleischermesser und Backsteine. Na schön. Oh. Fällt dir jemand ein? Vielleicht findest du bei den Docks Leute. Da ist immer jemand, der für ein paar Kronen alles macht. Okay, bis dann. Danke für die Hilfe. Ich komme wieder, wenn ich die Ordner habe. Bis dann. Aber vorher müssen wir unbedingt verkaufen. Wow. Entschuldigung. Bin schon wieder weg. Jetzt bin ich wieder oben. Ich muss aber erst verkaufen und auf jeden Fall meine Rüstung mal ein bisschen ausbessern lassen wieder. Nur, warte. Da hinten in der Ecke. Lass mich in Ruhe. Kaufmann. Willkommen. Jo, zeig mir deine Waren. Was hast du denn da? Oha. Das wollen wir. Ich wollte verkaufen. Die brauchen wir auf jeden Fall auch nicht. Die brauchen wir auch nicht. So, wie sieht es mit denen aus? Plus 4. Nett. Minus 125. Minus 127, minus 30. Ja gut, die können wir sowieso alle verkaufen. Aber das brauchen wir alles nicht. So. Oha, meine Gott, nochmal. So. Was sind das hier? Fackeln. Warum habe ich Fackeln mit dabei? Ihr fragt besser nicht. 16. Oh, plus. Oh nein. Das war verkehrt. Oh, hat nicht mehr genug Geld. Na, oh, aber Hauptsache. Ja, erstmal sortieren hier. So, Dankeschön. Wiedersehen. Bis dann. Haben wir hier irgendwo. Ja, wir können reparieren. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Ja, zeig mir, was du angeschmieden hast. Was hast du im Angebot? Da können wir erstmal ein bisschen was verkaufen. So. Plus 10, was ist das denn? Questdog Stahlwaffe. Okay. Das hier können wir verkaufen. Das hier können wir verkaufen. So, siehst du wohl. Die sind plus 4, die wollen wir auf jeden Fall nicht verkaufen. Das wollen wir auch alles nicht verkaufen, das brauchen wir noch. Was ist das hier? Reines Silber. Okay, verkaufen wir mal. Ein Schlüssel. Schlüssel für Jennys Fassgemach. Na gut, den verkaufen wir lieber nicht. Wir haben ja ihr Tagebuch schon außerdem verkauft. Oh, Alter. Wie viele Sachen ich habe. Aber das brauchen wir ja alles noch. Und das nimmt ja nicht wirklich Gewicht ein. So. 6 Stück. 12. Okay, Handwerk reparieren bitte. Wir müssen alles bitte reparieren. Stahlwaffe. Ja. Aber da tauschen wir, glaube ich, vorher mal kurz aus. Augenblick. Wiedersehen. Bis dann. So, mal eben kurz austauschen. Nice. Und da haben wir sogar 3 Stück drinne. Warte mal. Kleinstau, Ruin verbessert, taumeln. Annehmen. Chance auf Betäuben. Verbesserung Angriffskraft. Ja. Chance auf Bluten. Oh, nehmen wir auch. Was soll's. So, und dann müssen wir den hier einmal wechseln. So, und dann können wir die mich gleich mit verkaufen.
Warte. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Alles, am besten. Zeig mir, was du verkaufen hast. Was hast du im Angebot? Ja, ja. Verkaufen wir und das verkaufen wir. Ja, ja, ist ja gut. So, tschüss ihr Lieben, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss und ciao, ciao.